Trump und der Rechtsruck in Europa. Ob die Wahl von Donald Trump, der Brexit oder die Acht in Deutschland, die Welt erlebt einen Rechtsruck und mitverantwortlich dafür ist der zornige weiße Mann, meint t-online.de Kolumnistin Ursula Weidenfeld. Analysiert in ihrer Kolumne die deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der zornige weiße Mann ist schuld an allen politischen Unmöglichkeiten der jüngsten Geschichte, in den USA hat er Donald Trump gewählt, in Frankreich träumt er Marine Le Pen hinterher, in England wird er für den Brexit, und in Deutschland für den Erfolg der AfD verantwortlich gemacht. In der Tat, es sind vor allem Männer, die sich zur neuen Rechten hingezogen fühlen. Männer, von denen viele Arbeit haben und ganz gut verdienen, und unzufrieden sind. Abgehängt sind diese Leute nicht. Was aber macht sie so zornig? Dafür gibt es neben politischen und gesellschaftlichen Gründen auch ein paar ökonomische Argumente. Wer den weißen Mann dazu bringen will, wieder seinen Frieden mit der Gesellschaft zu machen, sollte sie sich genau anschauen. Vielleicht ist das mürrische Unwohlsein ein Indikator für tatsächliche wirtschaftliche Veränderungen, von denen die offizielle Statistik noch nichts erzählt. Die amtlichen Zahlen nämlich melden monatlich neue Rekorde, so viel Wohlstand, so wenig Arbeitslose, eine so anhaltende Phase wirtschaftlichen Wachstums waren selten in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Besonders deutlich kann man an der Produktivität zeigen, warum diese Statistiken die Realität nur unzureichend abbilden. Einfach ausgedrückt, misst die Produktivitätsentwicklung, ob und wie der technische Fortschritt die Arbeitsleistung des Einzelnen steigert. Die Arbeitsproduktivität ist eine zentrale Größe bei Lohnverhandlungen. In aller Regel verlangen beispielsweise Gewerkschaften in den Lohnrunden nicht mehr als die Inflationsrate plus den Produktivitätszuwachs. So können die Löhne steigen, ohne dass Arbeitsplätze verloren gehen. Dumm nur, dass der Produktivitätszuwachs gerade schlapp macht. So zeigen es die amtlichen Statistiken für nahezu alle hochentwickelten Industrieländer. Bis zum Jahr 2005 wuchs die Produktivität in Deutschland mit Jahresraten von um die 3,5%. Seitdem aber geht fast nichts mehr. Das bedeutet, dass die Volkswirtschaft tendenziell Wettbewerbsfähigkeit verliert, und es bedeutet, dass es weniger Spielraum für Lohnzuwachs gibt. Der normale weiße Mann weiß davon in der Regel nicht viel. Aber er spürt, wie Smartphone, iPad und Roboter ihn auffordern, mehr, besser und schneller zu arbeiten, ständig erreichbar zu sein. Er erwartet dafür ein ordentliches Plus beim Lohn. Die Statistik jedoch sagt ihm, Faulpelz, seit Jahren arbeitest du im selben Trott, und wer nicht produktiver wird, soll auch nicht mehr verdienen. Was ist passiert? Unternehmen und Staat investieren nicht genug. Wenn Arbeitgeber von ihren Angestellten mehr Effizienz fordern, müssen sie sich auch engagieren. Mehr Produktivität aber entsteht nicht nur als Willensleistung der Beschäftigten. Die Investitionsschwäche führt dazu, dass die industrielle Basis schwächer wird. Natürlich kann man dagegen halten, dass überall neue Dienstleistungsstellen geschaffen werden. Doch interessante und gut bezahlte Jobs entstehen vor allem in den Großstädten. Für den ländlichen Raum bleiben die weniger produktiven und schlechter bezahlten Stellen, etwa in der Speditions- und Logistikbranche, bei Boten und Pflegediensten. Die Schwäche der Produktivitätsentwicklung zeigt beides, die Investitionsschwäche der Unternehmen und die Verlagerung von Arbeit in weniger produktive Berufe. Traditionell Männerberufe werden zugunsten von bisher eher weiblich geprägten Dienstleistungsberufen verdrängt. Die Bereiche, in denen Digitalisierung und Globalisierung enormen Produktivitätsfortschritt erzeugen, werden noch von den beiden anderen Trends überlagert. Klar, dass Männer diesen Wandel nicht feiern wollen. Klar ist auch, dass sie den Statistiken nicht glauben können, die seit der Finanzkrise immer mehr Wachstum und Wohlstand ausweisen. Ist es vernünftig, darauf mit Zorn, innerer Emigration und politischer Radikalisierung zu reagieren? Sicher nicht. Wer sich erfolgreich gegen die Entwertung seines eigenen Lebenslaufs wehren will, muss lernen, arbeiten, und im Zweifelsfall auch mal umziehen. Und die Politik, die Unternehmen? Sie müssen in drei Dimensionen aufwachen. Sie müssen ihren eigenen Kapitalstock zügig modernisieren, pflegen und auf Zack bringen. Dann sollen sie sich endlich für die Aus- und Weiterbildung auch derjenigen engagieren, die sich mit der Digitalisierung und Globalisierung schwer tun. Nur dann wird ihnen auch die dritte Dimension gelingen, dass zumindest die Söhne des zornigen weißen Manns ihren Frieden mit der Gesellschaft machen, in der sie leben. Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin in Berlin. In ihrem neuesten Buch Regierung ohne Volk. Warum unser politisches System nicht mehr funktioniert, beschäftigt sie sich mit den Versäumnissen der deutschen Politik seit 2005. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.